Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier in unserem DocPod-Kanal. Und heute geht es um ein ganz wichtiges Thema, nämlich das Thema Masken. Wird ja total viel aktuell über die Maskenpflicht gesprochen und wer sollte sie aufsetzen, wem bringen sie was? Und wir wollen uns heute mal diesen Fragen stellen. Was ist der Unterschied zwischen einfacher OP-Maske und den sogenannten FFP2- und FFP3-Masken? Mehr dazu gibt es gleich nach dem Intro und ich verschwinde jetzt erstmal in mein Studio. DocPod, der Podcast, der Leben retten kann. Wir haben ja vorhin schon gesagt, es gibt drei verschiedene Arten, die FFP1, die FFP2 und die FFP3-Masken. Und dann gibt es noch die gar nichts FFP-Masken, weil selber genäht. Und die finde ich eigentlich am schönsten. Wir haben uns ja eine bestellt und das hat auch irgendwie schon einen gewissen Style-Faktor. Ja, ich mache die jetzt hier vor den Mund. Und meine ist jetzt in schnittigen Blautönen. Und jeder kann da so sein Lieblingsmotiv drauf drucken. Und ich finde es auch schön, wenn man vielleicht so einen lachenden Mund, so ein Smiley. Das sind extrem kleidsame und stylische Masken, nur sie bringen halt für den Eigenschutz nicht viel. Macht aber nichts, denn wofür brauchen wir die? Wir haben ja vor 2, 3, 4 Wochen immer wieder gesagt, diese Masken sind eigentlich sinnlos, die sind gefährlich und die schützen uns nicht. Und jetzt diskutieren wir plötzlich über eine Maskenpflicht. Also was ist da passiert? Wieso reden wir heute so, morgen so? Wissen wir selber nicht mehr, was wir sagen? So mittel. Also Tatsache ist, es wurde ja viel Forschung gemacht in diesem Gebiet und wir wissen jetzt, die bringen wirklich nichts, wenn wir uns schützen wollen, aber die bringen in der Masse was, kumulativ. Denn wenn ich so eine Maske auf habe und selber erkrankt bin und das vielleicht noch gar nicht weiß, weil, wie wir ja wissen, die Symptome erst bei manchen Menschen, so bei 44, 46% der Menschen, die haben erst Symptome, nachdem sie schon ungefähr 12 bis 24 Stunden ansteckend waren. Dementsprechend, wenn ich diesen Teil abpuffere, indem ich sage, okay, ich mache jetzt irgendwie eine Maskenpflicht in der U-Bahn oder öffentlichen Verkehrsmitteln oder beim Supermarkt, beim Einkaufen, dann reduziere ich wahrscheinlich diese R0-Zahl, also diese Reproduktionszahl, wie viele Menschen steckt ein einzelner Infizierter an, nochmal radikal. Dementsprechend macht so eine Maskenpflicht unter zwei Gesichtspunkten sind, wenn sie alle tragen, um andere vor mir zu schützen und wenn sie richtig getragen werden und sauber sind. Denn die große Gefahr besteht natürlich darin, dass ich die immer wieder aufsetze und absetze und aufsetze und absetze, vielleicht auch nochmal falsch rum aufsetze und absetze, nicht korrekt wasche und sich dann Virus eher dort ansammelt, den ich dann vielleicht wegen falscher Sicherheit, wenn ich mir ins Gesicht greife, an den Händen habe und dann wer weiß, was damit mache. Dementsprechend macht es nur Sinn, wenn es ordentlich und korrekt getragen und auch verwendet wird. Das wäre also die selbstgenähte Maske. Jetzt kommt mal die FFP2-Maske. Die FFP2-Maske, das ist schon so ein bisschen eine deutliche Stufe höher. Die hat oft hier so einen Atmungsfilter und die wird für medizinisches Personal empfohlen, was sich mit dem Patienten beschäftigt. Solche FFP2-Masken, so sehen die aus, die haben wir zum Beispiel auf, wenn wir zu den Patienten gehen und Abstriche machen. Da sind wir jetzt nicht so super nah am Patienten dran, so dass wir Gefahr laufen, eine sehr große Virusmenge abzubekommen, aber wir treten in Interaktion mit den Patienten und da haben wir so FFP2-Masken auf. So sehen die aus und hier unten steht auch FFP2. Wir reden hier die ganze Zeit von FFP1 und 2 und 3 Masken. Was heißt denn das eigentlich, FFP? FFP heißt Face Filtering Piece, also das Stück, was das Gesicht filtert. Heißt halt so, ist ein Industriestandard, ist ein medizinischer Standard, FFP1, 2 und 3. Wir haben von FFP1 und 2 geredet, jetzt kommt die Maske aller Masken. Okay, wir machen mal keine Werbung für Uvex. Ach, scheißegal. Die haben sie uns schließlich geschenkt. Die Maske aller Masken, die FFP3-Maske. Ich setze die mal auf und dann seht ihr mal, was das für ein Ding ist. Moment. Muss man die hier festziehen ordentlich?
Luke, ich bin dein Vater. Also ihr seht schon, das Ding ist ein Hammer und das ist richtig fest, das ist richtig dicht. Das kann man dicht ziehen, da ist hier so ein Gummieinsatz drin, dass es auch ja ganz dicht sitzt. Und die benutzt man, wenn man sehr nah am Patienten arbeitet, wenn man irgendwelche Dinge macht, wo sehr viel Aerosol, sehr viel Virus freigesetzt wird, wie zum Beispiel eine Intubation oder aber auch eine Bronchoskopie, also wenn man den Bronchus, den Atembaum des Patienten anschaut. Da wird sehr viel Virus in die Umgebung freigesetzt und da setzt man solche FFP3-Masken auf. Und einige von euch, die das Video jetzt genau geschaut haben, werden vermutlich einen Kritikpunkt äußern, nämlich den: Überall alles voll Bart. Eigentlich wollte ich mich nämlich nicht mehr rasieren, bis die Ausgangsbeschränkungen vorbei sind und habe gedacht, dann habe ich einen richtig coolen Bart, den lasse ich mir dann vom Friseur und vom Barbier so ein bisschen stylen. Aber es wird wohl darauf hinauslaufen, dass ich mich rasieren muss, denn richtig bei der Arbeit am Patienten sitzen diese Masken wirklich nur dicht, richtig dicht, wenn man rasiert ist. Wie man die genau aufsetzt und was man beachten muss, das besprechen wir nächste Woche. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, dann schreibt es doch unten in die Kommentare. Würden wir uns auf jeden Fall freuen. Bleibt unbedingt gesund, schaut unsere anderen Videos an. Wir sehen uns nächste Woche. Und lasst uns ein Like da. Und abonniert unseren Kanal. Und bleibt gesund. Und bestellt euch so eine Maske. Die sind schon cool. Ich möchte mir so eine bestellen, wo so ein S-Clown drauf ist. Ja? Wie Stephen King S. Das ist witzig. Finde ich witzig. Ciao.